Wir können anfangen. Hallo Borgheide. Hallo Welt. Hallo Welt, was ist denn los? Verpennst du hier so eigentlich? Das, war wie zu Hause, war übrigens meine Frau. Und so werde ich jeden Abend in den Schlaf gesungen, nicht, aber gespielt. Wenn das die Anne sieht. Wir sind bei ihrem Konzert eingeschlafen. Liebe Anne, war es schön gewesen, was du da gemacht hast. War richtig gut. Weihnachtsmarkt. Weihnachten. Es ist noch nicht Weihnachten, aber fast vierter Advent ist rum. Habt ihr alle mitgekriegt? Vier? Ach, das war das, wo die vier Kerzen abgebrannt sind. Der glüht aber, der Wein. Das ist dann das Homeoffice Edition. Und bevor wir den Bürgermeister hier ins Bild holen, der hat noch ein bisschen Luft. Da bin ich aber weg. Sind wir erstmal dran. Und wir müssen mitteilen, dass Weihnachten dieses Jahr ausfällt. Der Weihnachtsmann hat längst aufgegeben und weil er auch kein Geld mehr hat und so, hat er jetzt seine Rentiere verarbeitet. Verkauft. Und wie ihr seht, Rentier in Dose. Wie war der Spruch? In der Weihnachtsmetzgerei. Gibt es eine große Schlachterei. Ja, das und war's. Und das Messer blitzt und das Blut, das spritzt in der Schöne. Nein, haben wir nicht gesungen. Haben wir gar nicht gesungen. Machen wir nächstes Jahr. Wir bereiten uns drauf vor. Wir haben lange kein Lied mehr gesungen. Ja? Wird Zeit, ne? Wird Zeit, dass wir wieder Konzerte machen. Also ein Corona-Song hat man ja dieses Jahr. Wir werden nächstes Jahr noch einen machen. Aber wir haben ja noch schöne Texte, wie du gehört hast. So, pass mal auf, ich muss noch mal hier schnell reinblättern hier. Ich habe das nämlich schon zugemacht. Warte, zack, zack. Und dann sind wir schon hier, wo wir hin wollten, mit der Rentierbüchse, das habe ich dir gesagt. Ne? Und jetzt kommen wir weiter. Du weißt aber, dass die alle zuhören, während du hier rumsuchst. Ne? Ja, dazu ist doch gar keiner zu sehen. Doch, guck mal hier. Was sagt ihr das hier, Matze? Tintin. Also, wenn ich jetzt die Corona-Zahlen sehe, 13 und 9 in Quarantäne, frage ich mich, wie können nur 9 in Quarantäne sein? Das ist die erste Frage bei 13 Infizierten. Ja. Haben die alle keine Mitbewohner? Du, ich habe auch eine ganz andere Frage. Ich bin seit Anfang November bin ich hier in eingesperrt zu Hause. Fast seit März. Ab und zu darf ich mal mir Futter holen. Ja, krieg jetzt schon das Zeug in der Büchse vom Weihnachtsmann geliefert. Rentier. Die Zahlen waren nie so hoch wie jetzt, wo wir hier im starken Lockdown sind. In Zeiten der stärksten Beschränkung steigen die Zahlen am meisten. Und wie funktioniert das? Was ist passiert? Ja. Was ist passiert? Das ist jetzt nicht, ne? Brück hat immer nichts gehabt. Mit X und jetzt? Jetzt sind wir in der vollen Beschränkung und alles steigt nach oben. Komisch, Fragezeichen, Fragezeichen. Hätte man die Kneipen auflassen sollen? Sind jetzt alle in Privatfeiern verschwunden? Höchstwahrscheinlich, ja. Könnte man fast sagen. Ne? In den Feiern, in den Gaststätten hättest du den Abstand einhalten müssen. Ja. Bei den Privaten, wo man sich dann trifft, passiert es nicht mehr. Könnte ich auch so sehen. Na gut, lass mal nicht mit Corona. Matze, Gruß der Woche. Gruß der Woche. Ich habe gar nicht, pass auf. Wir grüßen alle Geburtstagskinder und im Speziellen nachträglich gestern Claudia, meine ehemalige Kollegin aus Berlin, ist wieder nach Herten gezogen zurück. Der Bernd aus Berlin, alles Gute. Der Matthias, mein ehemaliger Schulkollege, wohnt in Bayern. Anne aus Borgheide, gezogen nach Berlin, herzlichen Glückwunsch. Und mein Arbeitskollegen Thorsten in Leipzig. Und Matze hat da auch Geburtstag gehabt. Herzlichen Glückwunsch, nachträglich. Hat er. 50. Hier ist übrigens, so alt werde ich mal. Ne? Hast du gesehen, das ist mein Ablaufdatum. Also hier mein Gesicht, wenn ich so aussehe. Ich arbeite ja schon dran. Gibt es bei Amazon nur ein T-Shirt? Das hast du mir um den Hals geworfen. Ach, ich war das? Ja. Ja, mein lieber Matze hat Geburtstag gehabt. Der ist jetzt älter geworden, als ich aussehe. Du auch, ja. Dies Jahr. Ich auch. Wir haben endlich geschafft, beide die Null hinten dran mal wieder. Wir sind Nullnummern. Uns geht's auch noch gut, wie man sieht, ja. Jo, und dann gibt's noch was. Und zwar
Habt ihr es schon mitgekriegt? Es ist heute viel, viel, viel länger hell als sonst, weil wir haben die Wintersonnenwende. Und die Sonne hat mal gezeigt, dass es sie noch gibt zum Tag der Wintersonnenwende, eigentlich der kürzeste Tag des Jahres. Ab jetzt geht's aufwärts. Gut, heute soll er, glaube ich, noch mal so kurz sein. Aber ab morgen ist schon viel, 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 viel länger hell, glaube ich. Ja. Hoffe ich. Nee. Auch noch nicht. Okay. Das Wetter macht's wieder kaputt. Oh. Was steht denn hier? 0-2 endlich mit Hilte. Lintetin. Nein, wir hatten ja vor zwei Wochen so ein bisschen O2-Ausfall hier, weil an der Landesprüfstelle der Mast, die Antennen und die Technik umgebaut wurde. Mittlerweile ist auch O2 hier in der Zeit angekommen, dass er LTE hier im Ort anbieten. Hurra, hurra. Ja, 34 Megabit Download am Marktplatz. Finde ich gut. So, jetzt sind alle, Werbung darf man ja nicht einseitig machen, alle Betreiber sind jetzt hier vertreten mit LTE. Ja, aber Internet wird tatsächlich langsam immer schneller. Man soll es nicht glauben, endlich haben es hingekriegt. Ich bin nämlich auch umgestiegen und zwar seit heute auf 150 Mbits. 175. 175, habe ich gesagt? 175? Habe ich doch gesagt, 175. Du hast jetzt 150 gesagt. 150, 175. Ich hab diesmal aufgepasst. 175 Mbits. Und die kommt tatsächlich unten an, ein bisschen mehr als jetzt sogar unten. Hier ja, oben muss ich noch ein bisschen umbauen. Ich höre dir sonst beim Reden nicht zu, aber diesmal hat sie geklappt. Aber richtig, aber schnelles Internet, wir werden doch noch modern irgendwann. Hat ja lange gedauert. Ja, lieben, das sieht jetzt noch komisch aus. Nein, ich bin ja fast Weihnachtsmann, wie man sieht. Ja, den richtigen, den können wir eh nicht toppen. Es gibt übrigens den richtigen Weihnachtsmann nur in Borkheide, habe ich gehört. Alle anderen versuchen das nachzumachen, aber es geht nicht. Der richtige wohnt nur in Borkheide, wie man hier sehen kann. Auf Einladung kommt er. Ja, wie man hier sehen kann. Und, er hat eine dicke Nase, wa? Hast du das gesehen? So richtig knollig. Ja, aber der hat doch so ein Glubschauge gehabt, der ist doch in den Start. Egal. So. Ja, war cool. Danke, Stefan, fürs Stromgeld. Also Stefan, also die Weihnachtspyramide in Borkwalde kommt nächstes Jahr nicht nach Borkheide. Wieso denn, nicht? Denn Stefan hat doch ein paar Euro bekommen und der Strom für die Adventszeit und das Drehen und Leuchten der Pyramide ist damit bezahlt und gesichert für dieses Jahr. Stefan sagt, recht herzlichen Dank an alle Spender. Jo, dann haben wir noch das Grußwort vom Bürgermeister. Matze, das blenden wir jetzt mal ein. Das blenden wir ein, denn das haben wir, nachdem ich hier war, aufgenommen. Wir wollten eigentlich mit dem Bürgermeister das zusammen machen, aber wir dürfen ja nicht. Nee, wir machen auch Vorbildwirkung. Deswegen darf der Bürgermeister heute alleine reden und das ist seine Botschaft an euch. Ja, herzlich willkommen hier, lieber Bürgermeister, bei uns hier bei Borkheide News TV. Matze hat zwar gesagt, er ist nicht dabei, aber er kommt nicht drum rum. Er muss, da ist er wieder. Hier haben wir unseren Bürgermeister von Borkheide, den Andreas Kreibisch, zu Besuch. Matze natürlich und wie immer Lutze und Weihnachtskekse und einen Weihnachtsbaum. Möchtest du einen Keks, lieber Bürgermeister? Wenn wir fertig sind. Wenn wir fertig sind. Sonst kann ich gar nicht mehr reden. Okay. Ich nutze die Zeit. Ja, das ist ja schwierig. Ja, Matze wollte weg sein, hat er gesagt. Ja, und dann haben wir aber uns entschieden, oder ich habe mich entschieden und habe mal die Führung übernommen heute. Ich sage, wir machen das anders als gedacht. Und denke, wir unterhalten uns mal über das Jahr 2020. So, mal so von Angesicht zu Angesicht, von Bürger zu Bürger, 2020. Von Borkheide News zu Borkheide, ja, fast News, hätte ich gesagt. Ja, und was habt ihr denn alles so schön in Erinnerung aus 2020? Was wir vorhin schon mitgeteilt haben, da kannst du natürlich nicht wissen, weil du nicht dabei gewesen bist. Wir haben tatsächlich mitgekriegt, dass man das Jahr in die Tonne kloppen kann, aber wir nicht eine einzige Sendung ausgelassen haben. Stimmt. Trotz Corona. Habt ihr durchgehalten 52 Mal? Oder 52 Mal. Heute nächste Woche ist ja 53. Ne? Ist ja auch Schaltjahr. Und was sagt man immer so früher? Schaltjahr sind... Eigentlich Kaltjahr? Kaltjahr. Kann man wegdrücken, oder? Ja, kann man wegdrücken. Ja, wenn wir jetzt mal gucken, sind wir ja gerade hier bei der dritten Großveranstaltung diesen Jahres. Die erste war die Eisbahn. Die zweite war noch das Beachvolleyball-Turnier, wenn so ein bisschen stattgefunden hat. Genau. Und die dritte? War der Weihnachtsmann war zu Besuch. Das war keine Großveranstaltung. Ja, okay. Für dieses Jahr? Ja, okay. Ja, für dieses Jahr war dann eine Großveranstaltung. Ja, stimmt allerdings. Aber wir hatten eine grenzübergreifende Zoom-Konferenz zu einer Sendung. Ja, erinnerst du dich? Ja. Ja? Ja. Das Wetter kam aus Polen diesmal. Ja. Du warst doch öfters mal woanders, was das Wetter berichtet. Ja. Das ist ja generell so. Habe ich so immer mal so... Aber grenzüberschreitend selten. Grenzüberschreitend selten, ja, stimmt, ja. Aber ja, aber das Wetter ist auch nicht mehr das, was mal war, oder? Nee, kannst du auch nicht mehr. Nein. Also, kann man nicht sagen. Aber wir reden mal so ein bisschen über die Gemeinde und über unser Allgemeinbefinden, oder? Mhm. Ja, also dieses Jahr ist so, muss man mal aus meiner Sicht sagen, zuerst... Fing es ja noch gut an, ne? War ja noch alles schön. Und dann kam
Corona. Mhm. Und Corona hat uns alle total verunsichert, weil niemand wusste, wie geht's weiter. Also haben wir mal schön gewartet auf Sachen, die da gekommen sind und die man uns zugeschickt hat. Und ja, ohne, sag mal, Amtsverwaltung sind wir doch relativ allein gelassen, ob die Amtsverwaltung an sich. Ja, also kommt zwar einmal die Verordnung, wir haben jetzt weiß nicht, die vierte Überarbeitung oder die erste mit den 30 Überarbeitungen, wo nachher ja keiner mehr durchsah, muss man mal auch dazu sagen. Und das ist logisch, dass irgendwann auch die Bürger das so nicht mehr verstehen. Also ist einfach mal so. Aber wir als Gemeinde sind doch noch relativ gut durchs Jahr gekommen, haben auch ein bisschen was machen können. War zwar nicht viel, aber der Kita-Anbau ist nun doch endlich mal fertig, nach anderthalb Jahren. Mhm. Also nicht nur Corona-bedingt, da gab es auch Schwierigkeiten mit den Firmen, muss man auch einfach mal so sagen. Und wir haben noch geschafft, zwei Straßen die Beleuchtung wieder neu zu machen, hier im Dachsbau und im Kiefernweg. Ja, und noch so ein paar Kleinigkeiten, die laufen und angeleiert sind, wie Planung, Schulsportplatz. Der muss saniert werden, dringend. Ja, ne. Das wird nächstes Jahr wohl im Frühjahr und Frühsommer passieren. Schulplanung ist auch durch Corona erstmal ein bisschen ins Wasser gefallen und durch IT-Ausfälle bei der Rechtsanwaltskanzlei. Leider ist es so, wir können es nicht ändern, wir müssen damit leben und werden vielleicht werden sicher im Januar jetzt einen Beschluss fassen, in der Gemeindevertretung, wer denn der Generalplaner für diesen gesamten Schulcampus ist. Ja, und dann sitzt er ja selber, gebaut wird viel, der Zuzug ist enorm, und nicht nur hier, auch Burgwalde. Oh, ja. Und wir wollen mal hoffen, dass wir mit der Schule dann, naja, ich sag mal, wenn ich dann so an die deutschen Behörden denke, 2025 mal fertig sein können. 24 vielleicht, wenn es gut ist. Das wird ja auch mit den fortschreitenden Zeiten nicht billiger. Nein, wird nicht billiger. Und wir hatten ja noch eine kleine Idee, nochmal eine extra Kita und eine Hortbetreuung auf dem Schulgelände zu errichten. Da gibt es Interessenten und Betreibermöglichkeiten. Die Modelle sind aber auch noch nicht ausgereift, weil das alles nicht so einfach ist, wie man sich jetzt denkt im Privatbereich. Von wegen, ich schenke dir mal Grundstück und du baust mir hier was. Nee, ist nicht. Also, oder wir könnten pachten oder solche Sachen, das ist alles eben schwierig und das sind die Sachen, die eben lange dauern und das ist, ja, wenn man nicht in der Materie ist, ist es auch manchmal so richtig schwer zu verstehen, muss man einfach sagen. Mhm. Und dann, wie gesagt, uns ja dieser Virus ein bisschen hat es uns schon ausgebremst. Und wie viel sich finanziell am Ende des Tages auswirken wird, weiß man nicht. Ich denke mal, die nächsten zwei Jahre noch nicht, aber danach wird es schwierig, weil irgendwann ist natürlich auch der Keks alle. Ja, in der Geldschale, ja. Das muss man einfach so sagen. Ist das ist einfach so, der ist dann einfach mal alle der Keks. Ist leider auch noch nicht abzusehen, wann jetzt diese Geschichte hier zu Ende sein wird. Ne? Nein, leider nicht. Und wir haben ja auch noch, ihr machtet ja Bäder hier so, sag mal, weil ihr Spaß daran habt. Nun kommt der Badverein dazu, der Naturbad wird betrieben, das haben sie auch toll gemacht, muss man sagen. So eine Sache, das war ja so ein bisschen Highlight, dass da wenigstens ein bisschen was passieren konnte. Zuerst sah der überhaupt nicht so aus und da musst du noch ein großes Kompliment machen, dass das ist freiwillig. Das macht ja hier keiner von den Leuten, die da mal schnell für einen Monat 2.000 oder 2.500 Euro dafür kriegen. Nee, alles machst du selber. Mhm. Und dann musst du dich vielleicht noch ärgern, ich muss es einfach mal so sagen, über Leute, die sich dann nicht benehmen können. Das geht einfach mal nicht. Mhm. Das muss ich einfach mal so sagen. Und da musst du Hut ziehen. Hundertprozentig vor den Vereinen, vor dem. Der Jörg hat ja Hygienekonzept geschrieben. Er hat eigentlich alles alleine gemacht, auch die ganzen Aushänge etc. Die wurden ja alle in Ehrenamtsarbeit erstellt. Ja. Dann mit allen Mitgliedern oder mit allen Vorstandsmitgliedern dann im Bad verteilt, alles angeklebt und auch größtenteils überwacht durch die Rettungsschwimmer, was am Ende auch gar nicht möglich war, die ganzen Abstände zu kontrollieren. Wenn du dann die Ansage kriegst von 8 Leuten, ja, wir sind alle eine Familie. Da stehst du als Rettung schon mal auch dran, sagst, dann brauchst du nicht streiten gehen. Es ist nicht einfach. Nee, es ist nicht einfach. Wir hatten ja Glück, das Geschehen war ja ein bisschen niedriger. Oder die anderen Vereine zu nehmen, den DLRG oder den Sportverein. Sportverein war ja auch total runtergefahren auf null. Ja, und war runtergefahren, kurzzeitig wieder hoch und wieder runtergefahren. Wir haben ja schon gesagt, die Fußballmannschaft wäre jetzt eigentlich auf dem ersten Platz gewesen. Wenn wir hätten weiterspielen können, können wir jetzt behaupten. Es wird wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so mal abschätzen würde, keine Fortsetzung der Saison hier geben in den Klassen. Nee. Die Saison ist damit beendet und die fangen im nächsten Jahr wieder an, genauso wie sie waren. Sie waren von vorne. Ja. Also wir haben jetzt Dezember, da sind ja ein paar Spiele schon nachzuholen. Ja. Das wird Januar, Februar, März nicht besser werden, das ist ja nicht mehr schaffbar. Ja. Und, aber für uns war wichtig gewesen, mal so nebenbei einzuwerfen, dass die Gemeinde nicht tot ist, zu zeigen auch, dass sie nicht tot ist. Mhm. Ja, auch dass es trotzdem weitergeht irgendwo, auch wenn es
ja, ein Handicap halt gibt in vielen Sachen, wo wir sagen, wie machen wir das jetzt, wie organisieren wir das? Ich finde das immer ein bisschen komisch, wenn dann von Abstandsregeln und von diesem und jenem geredet wird. Ja, müssen wir machen, aber manchmal weiß man überhaupt nicht, wie man das organisieren soll, um da überhaupt noch leben zu lassen. Ja, und wir sind ja alles Menschen und Menschen machen Fehler, muss man so sagen. Und dann denkst du auch manchmal, dann kam ja nun aufgrund der Corona-Pandemie, kamen ja die schönen Masken ins Spiel, die es ja nicht gab. Ne? Gab ja keiner, die Mark war leer. Heute hat man sich schon daran gewöhnt, aber man ist denn ja schon wieder, ich sag mal, in der Betriebsblindheit manchmal und hat sie nicht dabei oder hat sie nicht auf, weil wir einfach alles nur Menschen sind. Und wer perfekt ist, ja, okay, der ist perfekt, aber ich bin es nicht. Nee, das ist einfach mal so. Und wie du gerade sagst, tot, muss ich nochmal ganz kurz also erzählen, was mich in diesem Jahr total beeindruckt hat. Und vielleicht jetzt, ich bin kein gläubiger Mensch. Ja. Weder katholisch, noch evangelisch, noch sozialistisch, noch kommunistisch. Aber Ostern kam. Und wir kennen ja alle den Papst. Ja. Und diese Geschichte verfolge ich ja schon, seitdem ich eigentlich lebe, sag mal, Papsttum und so weiter und so fort. Und auch die Messen an den Feiertagen und dieser Segen. Und da ist dieser arme Kerl, der arm ist er ja wirklich nicht, aber in seinem Petersdom fast völlig allein. Ja, das ist traurig. Ne? Zur Ostermesse. Aber wegen Tod. Einfach nur zu sagen, wegen Tod, da sitzen noch ein paar Leute mit drin in diesem Petersdom, die aus seiner ich sag mal, ein paar Nonnen und ein paar Priester oder die zu dem. Und da hält er seine Messe, wo er normalerweise vor tausenden Leuten hält. Mhm. Und dann sieht man mal, wie total tot es war. Mhm. Und das Gleiche passiert ja jetzt ebenfalls wieder. Mhm. Ja, also das ist dann schon mal, naja, beeindruckend. Ja, und dann würde ich einfach nochmal sagen, möchte ich all denen danken, die dieses Jahr durchgestanden haben. Auch alle die bei den Aktionen, den Hilfsaktionen sich beteiligt haben hier im Ort, die Karten verteilt haben, die dann auch einkaufen waren. Ist nicht selbstverständlich und das war auch zu Anfang eine relativ große Resonanz, die da war. Also waren sehr viele Helfer, auf die wir hätten zurückgreifen können. Das muss man einfach sagen und die sind auch heute noch bereit, wieder zu helfen. Und da muss man sagen, ja, danke, ganz großes Dankeschön, weil das ist ja auch in der Freizeit und hat ja auch ein gewisses, in Anführungszeichen, Risiko, Anführungsstrichen, Risiko erwartet. Wir sind aber zum Glück in Borgheide auch in einer, das nennt man immer so, kritische Masse von Einwohnern, wo es noch klappt. Wir sind noch weit unter 4000 Einwohnern, wo, sagen wir mal, die Gemeinschaft noch so ein bisschen mehr zusammenhält. Wenn du hier einen Aufruf machst, komm, wer hilft, ist die Resonanz viel größer als in der Stadt. Ja. Und das möchte man dem Ort mal zugutehalten. Das ist richtig, das muss man dem Ort so zugutehalten. Das ist richtig, der Zusammenhalt ist dann doch noch ein anderer. Aber du hast auch viele, die sich im Nachbarschaftsbereich dann doch bewegen und dann helfen. Hat man auch so eben halt mitgekriegt und erfahren aus Gesprächen, dass es das auch ist. Und dann gibt es ja noch einige, die mit ihren Eltern hier, vor allem in euren Bereichen hier hinter uns oder in den anderen Bereichen zusammen wohnen und Haus gebaut haben. Und da ist dann auch größtenteils nicht das Problem, die seine Besorgung zu machen. Aber es gibt eben doch einsame Menschen, die gibt es. Und an die muss man jetzt auch besonders denken. Und es gibt doch sicherlich kritische Situationen in Familien, das wollen wir ja nicht wegdiskutieren, die wir hier alle ja nicht mitkriegen. Ja, und auch Kinder und Jugendliche, da ist auch ein großes Problem. Ja, was machen wir denn? Wir dürfen sie nicht beschäftigen. Ja, treffen wollen sie sich auch. Treffen wollen sich auch, das ist ein großes Problem, aber wir haben es ja eigentlich, bei ganz schwierigen Fällen haben wir gesagt, dann müssen wir eine Lösung finden und da sind gewissen auch die Sozialarbeiter und die würden wir auch finden, mit Sicherheit. Jo, erstmal so viel dazu. Ich möchte das ja nicht gleich ganz abwürgen, aber wir haben aber natürlich immer zeitliche Probleme. Wir brauchen nicht abwürgen. Das ist eigentlich, wir sind eigentlich durch mit unserem Dialog. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden, aber. Da müssen wir mal extra eine Geschichte machen draus. Reden wir aber wahrscheinlich auch immer wieder gleich oder uns fällt noch was ein. Aber trotz alledem möchte ich noch sagen, den Bürgern und Bürgerinnen oder Einwohnern und Einwohnerinnen von Borgheide trotzdem frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Und ja, wollen wir mal auf ein besseres 2021 hoffen. Also da auch alles Gute und einen guten Start ins Jahr 2021. Wir schließen uns natürlich an, obwohl wir sind dann nächste Woche nochmal zu sehen, wie wir ja dann nachfolgend nochmal bekannt geben. Mit deinem Gebrauch vom Weihnachtsessen. Wir haben ja nochmal eins, ja. Und auch Dankeschön an Zwerg, guck mal. Jo. Okay, wir machen gleich weiter. Wir bedanken uns hier beim Bürgermeister für die Ansprache. Natürlich, wir schließen uns dem Gesagten an. Wir sind selber über uns mal überrascht, dass wir das geschafft haben, hier mal so lange durchzuhalten. Aber ich glaube, wir können Borgheide eigentlich ja nicht im Sack so im Regen stehen lassen. Ich habe extra Urlaub genommen. Im Regen stehen lassen.
Jo, also wir machen hier gleich weiter. Bedanken uns beim Bürgermeister. Schön, dass du hier warst. Wir sehen uns diesem Jahr noch oder auch nicht mehr. Und dann aber auf jeden Fall im nächsten Jahr. Auf jeden Fall, ja. Denk schon. Und wünschen auch dir schöne Feiertage und deinen Lieben, deiner Familie. Und einen guten Rutsch. Ja, und nochmal schönen Dank, dass du da sein durfte. Bitte. Ja. Gern. Okay. Und bis gleich. Los, ab an deinen Platz. Ja, lieben Dank an den Ortsbürgermeister von Borkheide, Andreas Kreibich. Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben. Und jetzt kommen wir noch zu einem Thema, und zwar die Aktiengesellschaft Grün. Arbeitsgemeinschaft. Ach, AG, ich dachte Aktiengemeinschaft. Ach, Aktiengesellschaft. Arbeitsgemeinschaft Grün. Ja, Matze, die haben auch noch eine Mail geschickt? Genau, die haben noch, haben sich kurz Corona geschützt, zusammengesessen, einen kleinen Podcast gemacht. Und was haben die gemacht? Ein Podcast. Pot? Das ist ein Glühpot. Und es gibt auch iPod, da kann man Eier drin hinstellen, das ist ein Frühstück. Und da gibt es einen Podcast. Ja, also das ist, wenn man... Ja, habe ich mich tatsächlich belesen, es kommt wirklich von iPod und Chromecast. Ach so. Haben sie zusammengesetzt, ist ein Kunstwort. Also Hörspiel eigentlich. Eigentlich haben sie ein Hörspiel gemacht. Ich dachte, es ist das, wenn man sich nicht vor die Kamera traut. Nein, es kommt wirklich von iPod und Chromecast oder so. Gut. Und genau, ein paar Informationen. Den Link, wenn der Lutze es nicht vergisst, der ist dann unten in der Beschreibung eingeblendet. Könnt ihr dort auch in entspannter Ruhe zuhören, nachdem unser Video hier vorbei ist. Genau, so, jetzt sind wir schon fast durch. Bevor wir euch schöne Weihnachtsfeiern wünschen und viel Gesundheit, kommt nochmal das Wetter zu Weihnachten, mein lieber Matze. Du weißt, was kommt? Ja, ich weiß im Groben, was kommt. Es wird nass. Und zwar bis zum 24. Und die Regenmengen sind ganz schön groß hier gekommen. Teilweise bis zu 10 Litern pro Quadratmeter. Und das für Borkheide, naja, wenn die Hälfte kommt, ist es schon viel. Also, ich habe da noch einen Tipp. Wenn wir alle die Tiefkühler aufmachen, kommt das ganze Zeug als Schnee runter. Das wäre aber voll geil, oder? Meinst du, es funktioniert nicht? Die Kühlschranktür auf, alle in Borkheide und es schneit. Wenn alle die Luftwärmepumpen noch einen Ticken höher drehen, dann kühlen sie draußen die Luft noch mehr ab. Das würde auch helfen. Okay. Aber ansonsten, ja, Temperaturen zum Wochenende hin etwas kälter. Also die Temperaturen richten sich nach Weihnachten, aber der Niederschlag kommt 2 Tage zu früh. Und da es dann noch bis zu 10 Grad warm ist und 5 Grad tagsüber, die Nachttemperaturen gehen erst am Freitag unter Null. Ich sehe hier keinen Schnee. Schnief. Okay. Heul doch, Chantal. Ab nächstes Jahr habe ich beschlossen, gibt es Matze in Büchse. Tja, ich habe ihn abgeguckt vom Weihnachtsmann. Steht dann Rentierfleisch Matze oder so. Büchsenfleisch Matze. Gut, Matze, ich glaube, wir sind jetzt vor Weihnachten durch. Wir bringen dieses Jahr noch ein. Einen können wir noch. Na, einer muss. Schluss. Einen gibt es noch. Einen können wir noch. Und deswegen wünschen wir euch allen... Haben wir jede Woche eine Sendung gemacht dieses Jahr? Nicht mal im Urlaub aufgehört? Nee. Wir waren schon fleißig. Selbst in Corona-Zeiten haben wir durchgehalten. Ja, schöne Weihnachtsfeiertage. Bleibt alle gesund. Steckt euch nicht an. Wie auch immer. Wir wünschen euch ein besseres Jahr. Ach nee, Jahr kommt ja noch. Das mit dem Jahr wollen wir weglassen. Viele Geschenke. Viele Geschenke. Hast du noch was zu sagen? Ja, bei den Kontaktbeschränkungen wurde auch gesagt, man darf Schwiegermütter nicht besuchen zu Weihnachten, habe ich letztens gelesen irgendwo. Er ist auch ganz schlecht. Meine Schwiegermutter liegt schon auf dem Friedhof. Ich meine jetzt auch mehr existierende. Ach so, die. Aber ich glaube, das war vom Postillon. Das war nicht so ernst gemeint. Und wenn ich das meinem Schwiegervater erzähle, dann versteht der nicht, wenn wir nicht kommen. Der ist schon so alt, der versteht es einfach nicht. Aber okay. Jo, das war's heute wieder. Bis zur nächsten Woche. Wie immer hier vor der Kamera. Matze und der Lutze. Schöne Weihnachten euch allen und tschüss. Guten Rutsch wünschen wir euch nächste Woche. Fette Beute heißt es, ne? Fette Beute.